Hallo, ich bin die Julia und ich zeige euch heute unseren Mattenreiniger. Um das beste Ergebnis erzielen zu können, sollte man vorher die Matte mal absaugen. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Matten. Einmal die Kunststoffmatte und dann haben wir auch noch hier die Textilmatte. Und die funktionieren beide bei unserem Mattenreiniger. So, mit einem Waschvorgang hat man genügend Zeit für 4 Matten oder sogar mehr. Dann schmeißen wir mal 2 Euro rein. Und wichtig ist es, dass die schmutzige Seite unten ist. Und dann zieht sich die Maschine die Matte von selber rein. Wie vorhin schon erwähnt, kann man auch die Textilmatten durchlassen. Für Notfälle haben wir auch hier unseren Notknopf. Oder wenn man zum Beispiel früher fertig ist, kann man diesen auch drücken, damit das Gerät dann aufhört. Die Matten fallen dann hinten heraus und hier ist unser Endergebnis. Alles sauber.